Und in der Nacht ging unser Telefon. Da war mein Onkel am Telefon und bat meine Mutter, sofort rüberzukommen. Wir haben sie den ganzen Laden zertrümmert. Eine Horde mit Knüppeln bewaffnet holte die Juden Voss und Rosenberg aus ihren Wohnungen in der Kirchstraße. Der Jude Alfred Feldheim wurde nur mit Hemd und Hose bekleidet zum alten Markt getrieben, wo er zu Jehova beten sollte und wo er von der Menge in das Feuer gestoßen wurde. Ein Polizist riss Feldheim aus dem Feuer zurück und hat ihn dann in Schutzhaft genommen. In dieser Nacht werden in ganz Deutschland annähernd 30.000 Juden verhaftet. Alfred Feldheim und viele andere jüdische Männer aus Lünen bleiben in Schutzhaft und werden erst nach Tagen wieder freigelassen. Und dann sah ich die beiden Kinder und meine Tante, es war nur ein Gejammer. Ich habe mir das damals so zu Herzen genommen. Ich habe gar nicht mehr gewagt, nach oben zu sehen. Also, es war fürchterlich. Nach der Kristallnacht war das Leben schrecklich.